Michael, wir haben auch Toiletten hier, ne? Was haben wir da? Wir haben auch Toiletten, das wirst du. Toiletten? Toiletten. Ach, Toiletten. Ja. Ey, ich kacke immer gerne hier vor der Tür, weißt du? Ich muss mein Revier markieren. Was machst du denn jetzt? Quasi für dich warm machen oder was jetzt noch? Ja, ein bisschen dehnen. Ein bisschen mental vorbereiten, weißt du? Auf Krankenhaus oder was? Auf 4 Wochen Urlaub. So, also ich bin zumindest mit Bankdrücken jetzt einmal durch jetzt. Hab jetzt nochmal mit 60 immer gemacht. Ein bisschen nur auf Pump jetzt am Ende. Reicht. Ja, der Rest jetzt gucken, Großteil, wie ich Bock habe. Ey, Kundschaft, mir Kette gleich gesprengt, Alter. Du, mit der Kette sehen manche eh nicht so schlimm. Manche finden sie hässlich, deswegen. War jetzt 135. Okay. Zufrieden? Noch ein bisschen Wasser rein. Was war denn deine Serie immer? 130? 130, 2 bis 4 Mal. Da denkt man eigentlich, ne? Denkt man eigentlich, dass da auch viel kommen müsste eigentlich, ne? Kommt aber nicht. Ja, ist krass, ne? Das ist ja so Muskelfaser-Ding, ne? Immer. Das ist immer so Fehldenken von vielen Leuten. Mhm. Denkst du 130? Okay, wenn du die 4 Mal schaffst, dann musst du ja immer auf die Art 400 drücken, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Alter, aber. Was denn, mein Freund? Ich habe mich gerade gefragt, warum ich nicht frei mache. Das wird jetzt ein fettes 3D-Schulterkopf-Tutorial, Alter, Mann. Das wird jetzt ein VR-Video, ja? Nur mit dieser Übung. Wird jetzt ein VR-Video. Was ist ein VR? Virtual Reality. Nur mit dieser Übung, Alter, kriegt man richtig 3D im Kopf, Alter. Ich will gerade philosophiert über die Wellness Policy, Alter, ja, von der WWE, Mann. Die ich persönlich die größten Schwachsinn finde. World Wrestling Entertainment. Also laut offizieller Seite ist es ja wirklich so, dass die Typen, Alter, sind ja alle voll straight edge, Alter. Jeder, der das, Mann. Kein Alkohol? Ich hab mal reingeguckt, das ist nicht krass, ne? Da ist kein Alkohol, Alter. Keine Steroide, da ist gar nichts, Mann. Wisst ihr? Klingt was, gar nichts. Offiziell. Und es gibt schöne Blödsinn. Videos, wie wir schön sitzen oder Abend, eine Hausparty machen, alle schön, die ganzen Stars hier. Immer schön kippen. Ja, ja, keine Schmerzmittel. Ich weiß nicht, ob das eine Ausnahme ist, da, weißt du? Ob die jetzt am Mittag. Ja, die werden ja nicht verbieten können, dass du mal was säufst. So gut, der hat selbst im Ring Bier gesoffen. Die werden ja nicht jeden Tag geprüft. Gibt denn jede Woche oder jeden Monat kommt bestimmte Leute ran. Zufallsprinzip. Und wenn genau. Ja, weißt du das genau? Ja. Das ist nicht je nach Show abgeben oder so. Das ist ab und zu mal. Mhm. Und zum falschen Zeitpunkt, das falsche Zeug genommen. Wie Roman Reigns. Ist so, ja? Ich hab auch mal Videos angeguckt bei YouTube. Da gibt's irgendwie sowas. Die größten Verstöße gegen der Balance Policy. Aber ich find's ja dumm, Mann. Ey. Ohne Mist. Vince McMahon, Alter. Vince McMahon. Alter, wenn mir noch irgendwas erzählen, in dem Alter, Mann, ist doch logisch. Ich find's auch geil, ne? Du, ich will auch gerne hinkommen, ne? Ich will auch gerne, wie Alter so aussehen. Aber ey, du musst mal vorstellen, den Typen, den die ganze WWE gehört, Alter. Alter, der sieht aus wie ein Hardcore-Bodybuilder, Alter. Ey, never, Alter. Musst du mal früher, den sieht's ja, aber hier. Ja, ich will jetzt, der war schon immer ziemlich breit gewesen. Auf jeden Fall. So, ich mach jetzt mal einen Satz Schulter drücken, das sieht aus wie Vince McMahon, Alter. We'll be right back.
also ich bin durch, Micha ist fast durch. Ja, da was ja einfach nur ein Videotagebuch hier ist oder was ich, was für ein Video wird. Was wir immer gern machen mit Micha ist einfach wirklich. So oft gehen wir hinter den Posen. Du, wir sind nicht die geilsten Typen, ne? Nö, hat doch damit nichts zu tun, ne? Aber ey, bei mir ist es auch so, ne? Seitdem ich halt den Sport mache. Alter, ich hab damit mein Bruder noch, Junge, schon. Immer vorm Spielstand. Das hat doch nur schon mit eingebildet zu tun. Das ist einfach, für den Sport ist es das Normalste der Welt, Mann. Boah, ich weiß ja geil, der Zwillinge, das ist immer Vergleich aus, weißt du? Mhm. Sag, ist ja nicht so, dass ich jetzt hier rausgehe, im Markhof oder so, gehe einkaufen und gehe in ihr schon Ochse-Shirt, Mann, Alter. Da muss schon wirklich warm sein. Ja, du, ich mach es einfach, ist ja wirklich so, das macht man wirklich für sich, ne? Warte mal, kann ich jetzt mal die Kamera einfach hinstellen? Wer mein Instagram mal guckt, den Account, ne, der sieht doch, dass ich jetzt ziemlich dick geworden bin. So wie mal zur Massephase, dass man auch mal scheiße, weil das hier mal nicht mit Martin, dass man scheiße aussehen muss in der Massephase, ne? So, man ein bisschen scheiße aussehen muss. Ja, jetzt könnt ihr mal sehen, ich sehe eigentlich schon, also ich finde, ich sehe schon scheiße aus. Scheiße. Ja, der Typ ist einfach scheiße. Mach das doch. Also, ich finde jetzt, mehr scheiße müsste man nicht aussehen, ne, als in der Massephase. Ah ja, Wanz reicht doch schon, ne? Ist schon. So, und so reicht der. Wir zoomen mal auf den fetten Wanz da. Oh, sieht doch noch halbwegs gut aus. Den hat sich nicht mehr dran. Meine Haare schon gut verheilt. Ja, Messerstecherei, ne? Ist halt so. Ja, das Silikon eingesetzt in der Titten. Mein Standardpose. Ah. Und der Bauch ist ja wirklich schon extrem weich geworden, ne? Also muss ich wirklich sagen, Alter. Also, war am Anfang. Das heißt, du sagst Teddybutt-Modus. Teddybär-Modus. Die Bambo. Schöner Latt. Aber trotzdem, Arme gut auf der Bumme. Ja. Oh, yeah. Pfing. Pass auf, wenn Tini wegfliegt, in die Luft rausgeht. Bam, bam, bam. Nee. Ich brauch mich gar nicht konzentrieren zu entspannen. Da ist gar nichts, Alter. Nothing. Aber durch, ey, that's so. Life, Alter, so ist es, Mann. Ne? Trotzdem genieße ich jetzt meine Phase mit diesen Normalessen. Weil, ey, ich bin kein. Was schwimmst du denn? Dein Gesicht? Ich bin kein Fitnessmodel, ne? Ist nicht so, dass ich jetzt every year, every day in shape sein soll, ne? Oder muss. Oder 365 Jahre. Am geilsten muss ich wirklich mal sagen, am geilsten sind die Typen, ne? Es gibt ja diese Fitnessmodels, ne? Die Ross Dinger, die sehen usch cool aus, ne? Ey, die sehen die ganze Zeit total brachial aus. Immer usch shredded. Da kommen mal diese Bilder, die sie denn. Wenn sie usch die Pommes haben, die Burger, Mann. Und da weiß ich immer nicht, ob, als wenn sie uns Leuten so ein schlechtes Wissen machen wollen oder so. So ein bisschen verarschen. Auf die Art so, guck mal Leute, was ich kann, Alter, was ich mir gönne hier, Alter, weißt du. Und das kommt doch so oft immer so. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich essen. Vielleicht essen so. Ach man, Alter, ich weiß auch nicht. Komischerweise sind wirklich ehrliche YouTuber zum Beispiel. Ehrliche YouTuber. Wie jetzt zum Beispiel, wenn man sich mal anguckt, ne, Martin Rakowski zum Beispiel, ey. Ja. Das sind auch Leute, die quatschen auch ordentlich. Darüber, ne? Und die werden komischerweise auch dicke, ne? Wirklich. Außer unsere super Naturals, ne? Die Naturals. Ja, die werden German einfach, Natural Power. Auch mit Lean Gains, Mann. Ach, du verschissen, wisst ihr? Die sagen, an die Lean Gains glaube ich halt auch nicht mehr, ne? Ich glaube nicht an Lean Gains, ja. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass es wirklich mit irgendeiner Technik auch wieder vielleicht minimal, wisst ihr? Das bisschen wird schon ausmachen, aber ist nicht so den. Ja, ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass es irgendeine Technik gibt, sonst würdest du jeder machen. Dass du wirklich Muckis zunehmen kannst, also nur Muskeln, wenn du zunimmst und gar kein Fett. Ich, also, sag, reicht da, den Glauben da nicht verloren. Schon so viel versucht, mit Leichtkalorien, mit mehr Kalorien, mit Carb Backloading, Alter, und trotzdem. Am Ende, wenn ich schwerer werde, sieht der scheiße aus. Darum sag ich ja, wenn ich nochmal richtig zunehmen würde, würde ich mir definitiv irgendwas holen. Weil die Möglichkeiten hat. Gibt's halt, hat jeder. Es gibt mehrere deutsche Shops, Mann. Oder jeder hat einen Freund im Studio. Jeder hat einen Freund im Studio. Es gibt mehrere Shops, wo man es holen könnte, ne? Deswegen, also natural, eine Massephase, bringt nichts. Bis zu einem gewissen Punkt. Ja, bis zu einem gewissen Punkt, so wie ich jetzt mache zum Beispiel, denk ich. Ich sage, aber es gibt doch wieder tausend Leute, die sich ansehen, auch Leute, die hier, wenn die auf das Video stoßen würden, dann würden die auch sagen, ah, du kloppt mal, Alter, was erzählst du für eine Scheiße, Alter, ja. Guck dir mich mal an. Ich sage, allein wie damals mit dem KS-Video, ey, komm mal runter nach Bayern, ich zeig dir, was natural möglich ist, weißt du? Habe ich auch mit ihm mal diskutiert, dann habe ich ihm dann mal die Liste geschickt, und er hat auch gesagt, ey, stimmt mal, ey, du hast ja recht und so, ich verstehe das nicht.
Ja, ich sag ja, wenn die Leute so powermäßig sind, so krass natural sind und nichts nehmen, richtig, warum melden sie nicht an, Alter? Richtig, warum machen sie also nicht einfach? Ich würde es machen. Würde richtig die mir erzählen, ey Felix, Alter, so wie du aussiehst, Alter, das ist echt Hammer. Du nimmst jetzt nichts, Alter? Puh, echt top, Junge. Komm, wir melden dich mal an. Melde dich da an, irgendwas. Weißt du, denn, richtig. Wenn ich dann wüsste, alles klar, ich guck mir die Liste an. Ey, was, wirklich? Krass, kann ich mir eine Goldmedaille holen oder kann mir erst mal was machen? Ich würde es machen. Klar. Deswegen, warum machen sie die Leute nicht? Warum machen sie die Leute nicht, ne? Richtig. Oh ja, Alter. Sieht sogar gut aus, ne? Also sieht wirklich gut aus. Warte mal. Ich habe ja lange geübt für die Pose. Auf jeden Fall, ne, Alter? Ohne Mist, Alter. Kannst du bleiben. Ja, so wäre es die Micha zum Beispiel auch. Komm, die Calf. Die Calf, Alter, die Calf. Mann, ja, die Calf. Geister, kommst du. Ja, so wie mich jetzt auch Massephase macht. Ich muss bei Micha wirklich sagen, du warst auch noch nicht kein Typ, der in einer Diät jetzt so uschkrass den Bauchfett bekommen hat. Weißt du? Ja. Aber bei dir ist jetzt kein Unterschied, dass ich jetzt sagen würde, Alter, Micha, du hast ja vorher uschkrass Sixpack gehabt und jetzt hast du gar nicht mehr. Also, das ist ja nicht so, weißt du? Du, so eine Massephase, ja, ist in Ordnung. Der frisst jetzt halt, ist Winter, ist halt eh scheißegal, du gehst ja eh nirgendwo am Strand oder so ein Scheiß. Ja, ist auch nur so, wie ich Hunger habe. Ich tue jetzt nicht sagen, ich muss jetzt aber so um meine Kalorien zu kommen. Ja. Wenn ich halt bei einem Tag nur 2000 esse, weil ich genug habe, dann esse ich halt nur so 2000. Genau. Sag, so eine Massephase finde ich halt noch in Ordnung. Ne? Ich sehe das halt mehr, gar nicht mehr so als Massephase, sondern als Auszeit für den Kopf. Ne? So sehe ich das halt. Du, also auch mal bei Mutti mal ein schönes Stück Kuchen. Wenn die ganze Zeit Diät machst, dann freut man sich ja auch mal auf eine Phase, wo man sagt, ey, jetzt ist du beschissen, wisst ihr? Aber man sollte halt dann nicht. Ein bisschen das Leben ein bisschen genießen. Ja, aber den halt. Alles im Rahmen lassen. Nicht aber nicht dann übertreiben, genau. Ich muss jetzt hier uschkrass Fett essen, ich muss zunehmen, Gewicht. Guck mal, vielleicht noch filmen werden. Ich filme den ganzen Tag einfach. Ja, heute Abend noch, wenn wir schön Spaß haben zusammen. Genau, zocken. Das werde ich noch filmen. Das werde ich noch filmen. Beim Set oder? Das hättest du gerne, wa? Nee. So, viele Stunden später. Ja, viele Monate später. Ja, sind wir jetzt. Ich war jetzt Weihnachtsmarkt gewesen, ne? Ich war jetzt Essen gewesen. Und jetzt haue ich hier einfach mal richtig fett den Strom an. Heute ist unser Tag mit mir wieder. Auch wir sind nicht nur ein gutes Team im Center, wir sind auch ein gutes Team. Team. An der Konsole, ne? Wir können uns wir können euch da draußen zum Beispiel auf jeden Fall beweisen, dass wir natural sind. Denn ich und Micha haben es geschafft, ins Spiel von der WWE reinzukommen. Und jeder weiß. Champion zu werden. Also sogar Champion zu werden. Und wie gesagt, jeder, der Wrestling immer guckt, der weiß ganz genau, dass bei Wrestling keine Doper-Schweine-Stoffer gibt. Gibt's ja nicht. Nee. Haben wir die Wellness-Policy. Ja, alle natural. Das sind alle natural, alle straight edge, Junge. Komm, ja, trink Alkohol, ne? Und deswegen werden wir gleich mal zeigen. Ja. Wow, geil! Wow, das ist ja richtig scary. Sehen wir. Geil! Oh, Alter! Mach mal Rotlicht an. Was goes, Alter? What goes, man? Geht hier los, Alter. Mach nicht, was ihr fasst, Jungs. So. Also, kann man es abschrecken? Ich muss mal echt daran zoomen. Kann man es abschrecken? Das sind wir. Das sind wirklich wir, ne? Auch die Muskulatur hat die WWE wirklich gut getroffen von mir, muss ich echt sagen. Auch die Vaskularität, ne? Die Adern am Arm, das bin wirklich hier. Das Tattoo haben wir auch sehr gut gemacht. Auf jeden Fall. Hammer, Alter. Da sieht man Iron Frenetics Tattoo. Extrem, ne? Und hier Michael Bose. Das ist wirklich Hammer, Alter. Da stehen auch die Namen. Da stehen ja auch die Namen, ne? Ist es? Ist. Naja, sieht zwar wirklich durch die Schrift ein bisschen doof aus, aber. Ja, die Form, hey. Das ist halt meine Sommerform. Genau. Sommerform, ne? Deswegen, das ist die aktuelle. Die haben sogar meine Kette abgebildet, die haben sich auch uschi Mühe gegeben, ne? Sogar deine Kette, Micha, die halt abgerissen ist bei Kniebel. Ist auch drin. Ist auch schon wieder dran. Fluch auf gegangen. Echt? Mhm. Boah, geil, Mann. Ist das Felix und Micha, Alter. Unser Kanal, Alter. Ey, guck mal! Umgedreht, Micha, siehst du? Immer umgedreht. Ja. Das du mal so. Ja, sieht er, was Micha für einen Harten macht. Die richtige Iron Fanatic Shirts, Alter. Hammer, Alter. Was für geile Typen. Die besten aus dem ganzen Roster, Mann. Tja.
Da, Felix auf Diät, Alter. Geiler Arsch, Alter. So, jetzt kommen wir in die Küche. Nein, hat er doch mal einen Moment. Hier muss man doch ein... Jetzt hab ich was! Hey, Mistmann! Ja. Alles klar, Leute. Ich und Micha können nicht nur gut wresteln. Wir sind doch ein gutes Team. Zombie killen. Zombies killen, wenn man Waffen in der Hand gibt, ne? Gib uns hier eine Waffe in der Hand. Dann spielen wir jetzt mit noch schön den Zombie-Modus, Alter. Ja. Und das machen wir quasi alle 2 Wochen immer. So. Nummer 6. Das Spiel beginnt. Volle Konzentration, Leute. Muss einfach immer mit mir folgen, ne? Bei der Scheiße. Ja, er kommt immer gut vorhin hier, ne? So, ich hab Karten jetzt. Komm, sammeln nach oben. Na gut, ich hab kein Dings. Hoppe, okay. Geld. Maximal leicht verschwommen. Wie spät, Micha? Wie spät? 12:45. Wirklich? Ja. Krass, Alter. Ja, so. Ach stimmt, da steht doch was. 0:11, Alter, hatte ich gar nicht gedacht, so. So, Leute, 0:11 ist spät. Ich bin nur ganz schön müde, hab schon ein paar Mal gegähnt. Mhm. Wir sind nicht weitergekommen mit den Zombie-Wellen als letztes Mal. Aber. Wir haben besser durchgehalten, wir sind ganz oft gekratzt. Jo, und ein paar gute Tipps bekommen, ne? So, jetzt gehen wir ins Bett. Genau. Micha haut ab und wir schlafen. Ich mach mir auf meinen Weg. Micha, hau rein, Alter. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Genau, Alter. Mahlzeit.